Herzlich willkommen in Stanleys Filmzimmer. Ich bin der Stanley, heute mit einem weiteren klassischen Unboxing und zwar der Al Bundy TV Superbox. Ja, diese Superbox bzw. die Serie in dieser Verpackung ist schon vor vielen, vielen Jahren auf den Markt gekommen. Heutzutage gibt es die Serie in einer einfachen Box, die hier oben rechts, für ca. 35 € zu erwerben. Meine TV-Box hier wird vor bis zu 180 €, mal mehr, mal weniger gehandelt, weil es die einfach kaum noch aufzutreiben gibt. Wir haben hier oben richtige Metalleinstecker, die das Ganze als Antenne deuten sollen. Ich drehe das ganze Ding mal, so sieht das von der Seite aus. Hier haben wir hinten leider schon ein bisschen umgeknickt. Jetzt sehen wir nochmal eine Komplettübersicht, was diese Box zu bieten hat. Wir sehen schon, das Ganze kommt in einer Art aufklappbaren Fotobuch, wie es schon von einigen Serien auf den Markt gekommen ist. Hier nochmal die Inhaltsangabe, könnt ihr euch durchlesen. Hier komplette Übersicht aller vorhandenen Tonspuren. So sieht es auch nochmal von der Seite aus. Hier kann man das Ganze öffnen, dort ist die DVD-Box enthalten. Die habe ich jetzt vorher schon mal rausgenommen, damit das Ganze etwas schneller geht. Deswegen packen wir das Ding jetzt mal weg. Und ich stelle den Inhalt jetzt mal hier auf den Tisch. So sieht das Ganze dann aus, was sich in dem TV-Kasten befindet. Kann man dann hier so aufklappen. So, ich hoffe, das sieht man alles gut. Hier haben wir so ein paar Goodies. Ein informatives Riesen-Booklet. Hier haben wir ein Poster. Na, geh doch mal auf. Also hier haben wir das Poster mit gescannten Signaturen. Das sind natürlich keine echten Unterschriften, schön wär's. Das Poster bleibt natürlich in der Box und kommt nicht an die Wand. Und ja, noch ein bisschen Werbung. Aber wie gesagt, das Highlight dieses Papierkrams ist dann sicherlich dieses Heftchen hier, in dem wir dann die Entstehungsgeschichte der Serie Eine schrecklich nette Familie erfahren, auf die einzelnen Hauptcharaktere dann nochmal eingegangen wird, welche heutigen bekannten Stars Gastauftritte hatten in der Serie. Da gab es ja auch massenweise. Ich muss das ja echten Al Bundy-Fans ja nicht nochmal erklären, wer da alles mitgespielt hat. Da waren ja Schauspieler dabei. Es ist einfach unglaublich, viele Playmates waren dabei, Wrestler waren dabei, Schauspieler waren dabei. Viele erkennt man sogar noch, auch wenn es viele Jahre her ist. Die Serie an sich einfach der Hammer. Für mich die beste Comedy-Serie überhaupt. Ich weiß nicht, wie oft ich schon alle Folgen geguckt habe. Ich kann manche Folgen fast auswendig mitsprechen, wie man so schön sagt. Ich kann Episodentitel lesen und weiß direkt, um was es geht, und das ist einfach der Hammer. Also seit mehr als, was haben wir jetzt, 2017, seit mehr als 20 Jahren fast habe ich mit der Serie zu tun. So sieht eigentlich jede Staffelpräsentation aus. Hier links Episodenliste, rechts die DVDs, und so geht das dann 11 Staffeln lang. Sehr hübsch das Ganze, sehr ordentlich gestaltet. Nicht so blöde DVD-Einschubfächer, wie es bei vielen dieser Boxen gibt heutzutage. Das ist alles solide befestigt. Da zerkratzt nichts, da fällt nichts ab. Schön übersichtlich alles. Okay, handlich ist es nicht. Na, bis man das Ding erstmal aus der Box gefummelt hat und so weiter. Aber ich bitte euch, Leute, ich bin absoluter Fan der Serie, wie gesagt, und das Teil ist einfach der Oberhammer. Wenn ich da die 35 € Box daneben stelle, die es heutzutage gibt, nein, danke. Ich fummel das jetzt hier mal wieder rein. Das ist gar nicht so einfach jetzt hier von der Kamera aus. Ne? So wird das Ganze reingestellt. Klappe zu und das war's. Die Al Bundy bzw. Eine schrecklich nette Familie TV Big Box Staffel 1 bis 11. Ich bete diese Serie einfach an. Wer die Serie liebt, wer diese Box geil findet, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich hoffe, ich konnte euch die Box gut genug vorstellen. Ich gebe mein Bestes. Ansonsten, wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Einen super schönen Tag euch allen noch. Macht's gut. Tschö.